Früher spielt auf jeden Fall hin. Egal. So. Ich wollte gerade. Dann drehst du den Kopf ein bisschen weg von dem. Ja, kurz jetzt hier der Mikrofon nach oben oder so klappen. Ja, oder Hand einfach vorhalten. Müsste auch reichen. Ja. So. Ach, falscher Knopf. So, ich muss mir schnell noch ein paar Steinspitzhacken machen. Steintruhe. Ich habe im Übrigen hier Blauschieferpflasterstein. Basaltpflasterstein ist egal, es macht alles das Gleiche. Alle die kannst du dazu verwenden, Werkzeuge zu machen. Ich habe übrigens immer noch nicht raus, wofür man Petroleum verwenden kann. Wir haben Petroleum. Ja. Petroleum steht drunter Traincraft. Also vermute ich mal, dass das in irgendeiner Form mit Traincraft zusammenhängt. Traincraft durften also später Loren und Züge und sowas alles sein. Denke ich auch. Ich habe mir gerade meine Kupferschere gefunden. Die ist in der großen Truhe an der Tür links. Da ich mir jetzt eine neue gemacht habe, kannst du, wenn du willst, die andere mitnehmen. So, Goldschwert habe ich auch mit. Dann ist klar, mein Wassereimer ist auch wieder in Position 2, 4, 5. Fackeln kommen auf die 6. Schaufeln habe ich gar keine. Mach mal Schaufeln. Mach mal eine Schaufel. Mach mal, ey, ich mach meine Schaufel klar. Kreuz. So. Nee. Was machst du? Oder was hast du trotzdem? Ich hatte gerade versucht hier diese so ein Dwar mal zu basteln. Ja, aber komm mal. 6,50 sagte ich. Doppelpunkt 1. Ist egal. Was für ein Holz habe ich überhaupt hier? Oakwood, ja genau. Du musst eine Eichenholztruhe nehmen. Ach, Chest war das. Das war gar nicht die Dinger, die ich da genommen hatte. Stimmt, du hast vier Truhen an den Ecken, ne? Ja, stimmt. Dann muss ich mir erstmal so. Zip. 1, 2. Aber klar, dass ich zu wenig Holz habe. Holz, linke Truhe von dir neben der Werkbank. Was schön ist, man kann ja auch diese Holzarten mischen, um eine Truhe zu basteln. Das ist ja, ich wollte eigentlich von der Holzsorte unabhängig sein. Ne? Genau. So. Was übrigens bei den Zäunen nicht geht. Nee. Ich habe versucht, Zäune mit Hilfe von einem Tanne zu bauen. Einer Fichte und dann, glaube ich, war noch Mammutbaum. Ja. Geht nicht. Keine Chance. Du kriegst die Zäune nicht aneinander gedockt. Du kannst zwischendrin durchlaufen. Dein Zaun, durch den du durchlaufen kannst, macht keinen Sinn. Den kannst du dann komplett sparen. Ja. So, wie weit bist du da mit deiner Bastelei? Weil dummerweise nur eine Truhe. Ich sehe jetzt in der Truhe, was du gerade machst, aber ich kann momentan nicht ziemlich machen. So, dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne Position aus. Ach, nehmen wir die Wand. Die Wand müssen wir sowieso so voll klatschen. Wir müssen? Nein. Ja, gut, müssen gar nicht. Dann da. Also schön Hängeschränke. 70er Jahresstil. Dann. Ich würde mal Weizen, den. Das komische System reicht 12 Blöcke weit, mit denen du bestücken kannst. Was, wie, wo? Na, der Einzugsgebiet von diesen Truhen, die kannst du, glaube ich, mit einer so eine Art Zuflussrohr dann bestücken und es hält, glaube ich, 12 Blöcke weit dann an. Das heißt, du könntest also auf der anderen Seite des Raums jetzt diese Truhen nehmen. Ja. Könntest da unten ein Rohr in die Erde reinlegen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das Rohr heißt.
Und kannst dann mit diesem, ich weiß nicht, Itemrohr oder irgendwie sowas, kannst du dann die Sachen, die du in den Truhen hast, automatisch in diese Regale einsortieren müssen. Wenn du Regale abschließt. Ach so, ja, das meinst du, ja, das ist richtig. Wenn du Regale abschließt mit deinem Schlüssel, dann merkst du das Fach, was da drin war, und dann kommen immer die gleichen Sachen in das gleiche Fach. Mhm. So, ich nehme mal das Brot hier wieder raus. Ja. Yep. Und pack das mal zu dorthin. Zu dorthin, alles klar. Ja, das war gerade überlegt. Nee, weil wenn du jetzt mit der Maus hier auf über diesen linken Sortierbox mal gehst, ja. Da siehst du halt dann halt, dass da oben zweimal Red drin ist, also hier Weizen. Und das Toast 3x8 plus 4 drin ist. Genau. 3x8 das Stack plus 4. Genau. Bei Weizen kannst du. Da brauchst du ja nur einmal anklicken. Linke Maustaste, dann nimmst du ja schon mal so viel, wie man braucht. Gut, jetzt müssen wir nur noch so viel reinmachen, wie wir benötigen. Das wird die nächste Mammutaufgabe in dieser Welt. Ja. Aber so kann man dann schön die Dinger sortieren, sieht man gleich, was da wo drin ist. Ja. Ich suche meine Pfeile. Ja, keine Ahnung. Hast du meine Pfeile irgendwo gesehen? Ich hatte fast 20 Pfeile. Ach, ich hab's noch. Alles gut. So, ich habe dir in die große Truhe jetzt auch einen Bogen reingelegt. Der ist genauso angefangen wie meiner und 70 Pfeile. Mhm. So, und jetzt muss ich überlegen. Ja, ich bin gerade fertig und habe schon den nächsten Creeper vom Haus. Ha, aber ich habe hier noch ein Metallschwert, 3 Schläge. Er ist hin. Was war das? Hast du das auch gehört? Nee. Ich habe gerade ein Zuggeräusch gehabt. Okay. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich momentan aufnehme mit OBS. Kann sein, dass ich vergessen habe, zu starten. So, irgendwo hier hatte ich vorhin Farm gesehen. Bin hinterm Haus, nicht wundern. Bin nicht weit weg. Jo. So. Oh, gleich mit mir. Zuckerrohr. Ja, gleich Sand darunter auch mitnehmen, dass wir das anpflanzen können. Aber kein Sand? Ich glaube nicht. Okay. Und da das Zeug ja nur auf Sand, glaube ich, wächst. Nein, das wächst hier auf normaler Erde. Oh. Muss nur der Block sein, der direkt am Wasser ist. Ja, das stimmt. Es wächst nicht auf dem zweiten Block. Und muss der auch nicht über Eck. Genau. Nee, finde ich nicht mehr. Ich hatte früher nämlich eine Ecke gehabt. Wie gesagt, ich habe mich natürlich mehr auf die Nahrungsproduktion konzentriert. Mhm. Da hatte ich nämlich eine Ecke gesehen, wo eine ganze Menge Farn hintereinander stand. Und da wollte ich wieder hin, aber ich finde die Ecke leider nicht wieder. Das heißt, müssen wir gemeinsam suchen, was wir denn finden, was wir Farn haben. Wichtig ist, dass wir halt die Scheren mit haben zum Testen. Sollte ich hier irgendwo einen Farn jetzt unterwegs finden, wo ich mal an einem einzigen Farn testen kann, probiere ich es sofort aus. Hab welche direkt hinterm Haus. Direkt, ich gucke quasi auf unsere Ernteplantage da oben. Ja, cool. So, dann probiere ich es jetzt aus. Erst weiß ich schnell was. Ich mache schnell mal ein Schwert. Mach den Eisenschwert. Ja, gerade gemacht. Ich habe Gott sei Dank genügend Eisen organisiert. Ich möchte ja nicht darauf rumreiten, dass ich dafür mehrmals gestorben bin. Ja, passiert. So. Hau ab, das ist mein Farn. Jetzt frisst die Ziege den Farn, der gerade ran will. Hm. Blöde Mistvieh. Pack mal das Ding mal dort rein. So, okay, jetzt habe ich mal Fahren vergrößert, das hat funktioniert mit dem Knochenmehl. Mhm. Und jetzt probiere ich mit Hilfe der
Schere den oberen Teil abzuschneiden. Mal gucken, ob das klappt. Interessiert den Fahrer nicht die Bohne, ob ich da bin oder nicht. Mit der linken Taste nimmt er sofort den Fahrer komplett weg. Und mit der rechten interessiert ihn das nicht, dass ich die Schere in der Hand habe oder überhaupt in der Nähe bin. Das heißt also, wir können keinen Fahren anbauen. Wir können vorhandenen Fahren offensichtlich größer machen. Das haben wir rausholen können mit Hilfe von Knochenmehl. Aber was wir nicht können, wir können ihn nicht wieder anpflanzen. Also alles, was wir auf unseren eventuell jetzt anstehenden Reisen an Fahren finden, bitte mitnehmen, damit wir Rucksäcke erstellen können. Oder echtes Leder nehmen, das geht auch. Ja, einmal Fahren hatte ich ja schon gefunden gehabt. Da. Ja. Ach, Fern wird es geschrieben. Ja. So, hier hast du jetzt Zuckerrohr drin und... Kein Und. Ich gehe nochmal raus. Ist ja nur nachts, macht ja nichts. Schere, ja. Wie war die nochmal? Zwei Metallblöcke über die Ecke, egal über welche Ecken, die nebeneinander liegen. Nein, die Bergbank gehen und dann einfach die. So, eine schräge. Ach so. Genau, ja, richtig. Okay. Zwei Ecken, die nebeneinander liegen, genau. Wo ist mein Fahren geblieben? Ich habe den Fahren größer gemacht, ich habe den Fahren abgebaut, ich habe ihn nicht im Inventar. Er liegt hier aber auch nicht rum. Ach, ich habe ein Silberschwert. Vergiss Silberschwerter. Ja, die bringen, glaube ich, nicht viel. Überhaupt nicht. Da kannst du mit so nackten Händen drauf rumhauen. Mach das Gleiche. Vielleicht können wir sie einschmelzen. Wer weiß, ob wir irgendwann mal Silber brauchen. Jo, schauen wir mal. Ja, die stand bei der Frage, wo wir nochmal gucken hier. Wegen der Nahrung. Ja. Ja, dass man so schnell weggeht, ob man das irgendwie ein bisschen umstellen kann. Soll ich dann mal schauen. Ja, geht doch, solange wir jetzt genug füttern haben, ist doch okay. Ja, genau. Da ja oben jetzt und unten überall was wächst, verschiedene Sachen. Ja. Muss man nur gucken, die Rezepte, wie die sind, dass man weiß, was man zusammen machen muss. Oder aber, dass man einfach sich die Taschen vollsteckt, ja. Ja, ja. Wenn man auf Wanderung geht. Merkst du, wir sind vorhin so mit Elan hier in die Welt gestartet, dann kamen die Grafikfehlerprobleme, dann kam da ein Problem, da ein Problem. Ja. Wir sind vollkommen raus. Er hatte so einen schönen Plan, weil ich heute halt machen will. Nichts, es ist alles weg. Ja. Nee. So, ich probiere es jetzt nochmal. Ich mache jetzt nochmal den Fahren größer mit Hilfe von Knochenmehl. Ist ja schon wieder dunkel. Ja, ich weiß, ich bin draußen. Ich bin lebensmüde, ich latsche hier gerade draußen rum. Mit dessen Zeit gleich ja Golems und Creepers und Zombies und Knochenskelette und ach, was der Geier weiß mehr als nach dem Leben trachtet. So, ich habe es jetzt groß gemacht. Hau ich einmal drauf. Zack. Jetzt nimmt er sie. Vorhin hat er sie nicht genommen. Die Frage ist, ob man die jetzt wieder irgendwo in die Erde stecken kann, aber ich bin der Meinung, nein. Und die Frage ist auch, ob man vielleicht diese Jute, wie gesagt, wir wollten ja vermeiden, Tiere zu töten, ob man diese Jute jetzt dafür verwenden kann, sich noch weitere Sachen dann zu bauen, die für Leder benötigt werden. Also, weiß ich nicht, für Schuhe oder irgendwelche anderen Bekleidungsgegenstände.
müsste man ja eigentlich dafür alles nehmen können, dann jetzt.